diesem kleinen Film möchte ich ein paar Impressionen zusammengeschnitten von den beiden Läufen der GT Masters in Oschersleben zeigen. Sagenhafte 44 Supersportwagen standen an diesem Wochenende hier am Start. Auch der Formel 1 Vize-Weltmeister Heinz-Harald Frentzen ist dies Jahr wieder mit am Start. Hier ein paar Bilder vom zweiten Start am Sonntagnachmittag. Es ist zwar weiterhin noch kalt in Oschersleben, aber es sind zumindest wie am Vorabend keine Graupelschauer mehr hier niedergegangen. Bei den GT Masters wird kein Grand Prix Start, also stehend gestartet, sondern hier wird fliegend hinter einem Führungsfahrzeug der Start begonnen. Nach der Einführungsrunde schert nun das Führungsfahrzeug gleich in die Boxengasse aus und wenn dann die Ampel auf grün geschaltet ist, ist das Rennen freigegeben. Nun ist es soweit, das Führungsfahrzeug verlässt die Rennstrecke und in wenigen Sekunden ist das Rennen eröffnet. Eine Stunde lang geht nun dieses Rennen. In der Hälfte der Zeit wird dann während eines Boxenstopps der Fahrer gewechselt. Als einzigste Frau fährt hier im Feld Claudia Hürtgen für Schubert Motorsport mit. Sie belegte am Samstag in Rennen 1 den zweiten Platz. Rennergebnisse und Berichte vom GT Masterslauf in Oschersleben können Sie dem Internet entnehmen. Und somit schauen Sie nur noch einige Minuten ohne meinen Kommentar den folgenden Bildern zu.
gemacht.